Ich bin der Bernhard aus Bernhardswald und bin ja daheim. Ein vielfacher Wunsch für unsere Kunden möchte ich heute was zeigen, und zwar eine Hähnchenbrust ohne Fett gebraten. Weil normalerweise ist es ja so, wenn man Fleisch braucht, zum Beispiel Schweinefleisch, hat genügend Eigenfett, aber Hähnchen hat ganz, ganz wenig. Aber wenn man sie herschaut, sieht man, hier ist ein bisschen Fett, da ist ein bisschen Fett. Also man kann das mit dem eigenen Fett eigentlich dann schön machen. Und bei AMC nehmen wir heute hier unser Hotpan mit den speziellen Strukturboden, setzen unseren Deckel drauf mit Autotherm, schalten auf Stufe 6, bis es doch einmal machen, volle Pulle. Und da sind wir warten braucht, wenn der Zeiger hier beim Kotelett da ist, da ist die Pfanne so heiß, da man das Fleisch mit eigenem Fett anbraten kann. Da haben wir unseren schönen AMC-Pipser. Ich mache bloß einen Druck hier drauf. Beim zweiten Mal erscheint dann das Kotelett. Dann lege ich ihn hier her. Und mehr brauche ich jetzt nicht machen. Inzwischen ist unsere Pfanne heiß, siehst du, er pipst. Und jetzt mache ich so, schalte mir den Herd ungefähr auf die Hälfte zurück. Das reicht aus. Den tun wir jetzt runter. So. Und jetzt kommt das Unvorstellbare. Ich gebe jetzt diese Hähnchenbrust hier in die trockene Pfanne rein. Und dann hier sieht man das schöne eigene Fett. So. Jetzt sieht man, wo es schön ist. Es braucht sich gleich das eigene Fett schön raus, seht ihr? Und das eigene Fett ist halt der beste Geschmacksträger. Super. Dann lassen wir es auf Stufe 2, das reicht vollkommen aus. Wenn man das Fleisch jetzt Kärtchen mit dem Fett einigen, was passiert, das Fleisch zieht sich sofort zusammen und da fängt das quetscht der Fleischsaft aus, da fängt das Spritzen an. Der AMC sieht, das Fleisch ist fast sofort fest, das konnte gar nicht zusammenziehen, aber wenn es dann braun ist, fest auch dann. Geht unwahrscheinlich, schaut, das geht unwahrscheinlich schnell dann. Dann möchte ich auch mal, stellt euch mal vor, schau, ja? Jetzt füllt das Fleisch hier umdrehen und wächst wieder schön rein. Und da sieht man, so wie das eigene 60 Grad gebraten hat. Okay? Wie schön sieht das Fleisch? Das ist schön. Dein Traum. Schön braun. Das eigene Fett reißt sich aus. Und jetzt schalte ich vor. Jetzt schalte ich mein Herd aus. Ich brauche keine Hitze mehr. Und jetzt ein Profi-Grüller. Da tut immer einen Deckel drauf. Bei AMC haben wir den speziellen AMC-Aromadeckel mit Kamin. Deckel drauf. Und jetzt mache ich meinen Deckel noch auf. Runter. So eine Art Kaminöffel. Das heißt, die Feuchtigkeit selbst kann schön entweichen, über schöne Stauhitze, das macht das Fleisch unwahrscheinlich zart und saftig. Das lassen wir jetzt vielleicht so 2-3 Minuten zirren und dann schauen wir es uns an. Inzwischen habe ich jetzt ganz ausgeschaltet und jetzt schauen wir mal rein, wie unser Hähnchenbrust ausschaut. Schaut mal rein. Ist es nicht ein Traum? Hier erstmal den Deckel, kann man sehr auf Zeiten durch und jetzt schaut mal rein, es ist nicht schön. Der schöne Fleischsaft, der schöne Bratensatz, also wirklich traumhaft. Jetzt nehmen wir mal eins raus, dann schauen wir uns das an und schneiden wir das schön auf. So, schaut es mal her. Schön saftig, der Wahnsinn. Saftig, schön durch, einfach Traum. Im eigenen Fett gebraten und natürlich würzt man das mit dem AMC-Gewürz. Da habe ich das Intenso da, das mag ich immer am liebsten, das passt da gut dazu. Und dann habe ich ein bisschen so Himalaya-Salz da. Da gehört auch immer eine kleine Prise dazu. So, da. Jetzt da ich sagen, jetzt probiere ich gleich ein Stück selber. Leute, ich sag's euch, das schmeckt super. Es ist saftig, wie ihr Fleisch nochmal was sein soll. Gott, so Hähnchenfleisch, ein Traum. AMC, eine Pfanne fürs Leben. Viel Spaß beim Nachkochen.